Hallihallo und willkommen zurück hier. Die NF Marsch ist wieder da. Ja, wir sind hier auf der ehemaligen, muss man ja schon sagen, Missionswiese. Da liegen noch ein paar Ballen rum. Die schnappen wir uns jetzt mal ganz fix. Dann geht der hier auf jeden Fall aufs Feld 9 rüber. Dann gucken wir mal. Ja, sonst ist alles irgendwo am Laufen. Ich habe inzwischen den Zetter auf Feld 9 angesetzt. Der ist nämlich. Der Mäher ist fertig gewesen. So muss ich sagen. So. Ja, gut. Der fährt mal automatisch hier. Hier wird gezettert. Das reicht erstmal. Den stellen wir schon mal gleich parat, weil wir lassen da klar erstmal fertig arbeiten. So, wir gucken aber in der Zwischenzeit mal erstmal nochmal. Ich wollte was gucken, ob ich das vergessen hatte. Ne, Unkraut hatte ich angemacht. Ich wollte gucken, ob hier eventuell auf unserem neuen Feld, das wir uns gestern gekauft haben, Unkraut drauf ist. Ist aber nicht. So, jetzt, was haben wir denn noch? Wir hätten noch Grubber und wir hätten Säemission. Sorghum hier ist er. Feld 59. Und zweimal normale Hirse. Ja, das Ding ist, ich würde ja gerne die Sämaschine kaufen. Die da. Ja, wir müssen eh mal gucken, was die in unserer Variante, die wir gerne haben wollten. Also mit Walze kostet sie extra. Reifenvariante, das ist egal. Logos, Kapazität. Könnten wir auch hochdrehen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir könnten da klar die Farbe ändern. Das ist sehr gut. Mal, so sieht es doch richtig geil aus. Ja. Und dann kostet uns ja 208.000. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, was braucht die denn an Leistung? 300. Wir hätten 260. Weißt du was? Ist egal. Wir müssen. Ich muss. Ich sehe da keinen Weg. Ich will das Ding jetzt haben. Dann können wir da gleich Missionen mitmachen. So, wir nehmen sie mit Walze. Wir nehmen sie auf 20 km/h. Logo. Was haben wir hier? Also, das ist von. Das brauchen wir nicht. Kapazität. Ja, komm, lass uns ein bisschen hochdrehen. Dann nehmen wir hier das, die Felgen so und das in Rot. So, kaufen. So. Und wir werden jetzt einmal zu unserer Düngeproduktion fahren und die Sämaschine mit Dünger voll machen. Weil wir werden sie mit CP bei den Missionen, na klar, den Dünger nicht nutzen, aber wenn ich das nicht mache, fährt er mir, wenn ich beim Einkaufspunkt befülle, kauft er mir halt auch Dünger. Und das wäre nicht so gut. So, das heißt, guck mal. Ach, ist das ein Gefährt? Ich würde auch sagen, dass wir mit dem gleich mal. Oder komm, wir fahren erstmal selbst. Wir tun erstmal selbst ansehen. Das heißt, wir brauchen keinen Dünger. Wir füllen sie nicht mit Dünger auf, sondern machen das direkt. Dann nehmen wir mal die kleine Sämission. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da mit machen können.
So, einmal aufklappen. Es ist wieder nur die Frage, wo ist der Beladepunkt für Saatgut und wo Dünger? Ja gut, es war klar, dass ich jetzt wieder genau Dünger treffe. Das ist Saatgut. So, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Die Kleine ist Feld 73. Direkt daneben Feld 72. So, der MP4 ist angekommen. Okay. Oh, wir haben kein Geld mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Nachschub hier. Damit wir mehr Saatgut kaufen können. Wenn es funktionieren würde, müssen wir noch mal aus dem Trigger raus, in den Trigger rein. Ah, nein. Ach Mann. Ach. Ja gut, ein bisschen außerhalb. So, was haben wir jetzt gesagt? Ach, ich habe das schon wieder vergessen. Meine Güte. 73. Und auf der 73 Hirse. Dann stellen wir doch schon mal Hirse ein. Gras, Roggen, Hirse. Die 73, wo ist die denn? Die muss doch irgendwo hier drüben sein. 73, jo. Den Weg kenne ich. Da finden wir locker hin. Dann schauen wir mal, was das Ding leistet. Gut, wir können na klar jetzt unsere eigene andere Seemaschine zurückgeben. Und wir haben gesehen, wir können ja nochmal durchgehen. Wir können auch Tritikale, Dinkel, Karotten, Zwiebeln, Kohl, Hopfen, Luzerne. Aber ich habe irgendwie Zuckerrohr habe ich jetzt nicht gesehen. Soja, doch Zuckerrohr. Zuckerrohr und Pappeln. Das ist ja das, was für uns im Endeffekt am wichtigsten ist. So, jetzt habe ich Hirse aber einmal überblättert. So, hier sind wir richtig. Gut, wir haben jetzt halt ein bisschen Dünger drin, aber egal. Egal. Bin ich jetzt hier noch richtig? Doch, da vorne muss ich rüber. Genau. Ich müsste mal den Mod mit reinnehmen. Es gibt einen Mod, wo man die Düngefunktion auch manuell deaktivieren kann. Ich glaube, den nehme ich mal für heute Nachmittag mit rein noch. So, jetzt muss man hier einmal... Oh Gott. So. Naja, dann schauen wir jetzt mal, ob der Traktor mit dem Riesenteil zurechtkommt. Ihm fehlen ja rein rechnerisch 40 PS. Aber ich denke mal, das sollte machbar sein. So. Das heißt, wir fahren direkt hier ran. Das passt. Guck mal, da fahren wir nämlich... Nee, das passt nicht. So. Zack, da muss der Kurs da schön an den Rand. So, los geht's. Ja, gut, wir merken, er kommt nicht ganz auf volle Geschwindigkeit. Aber wir können mit 18 ist ja auch ganz gut. Und irgendwann haben wir bestimmt auch einen stärkeren Traktor.
Ich weiß gar nicht, was hat denn eigentlich unser Glas? Der hat auch nur 205. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwann irgendwie vielleicht einen neuner Fendt oder so, also 900er, 9, lass es ein 939 oder ein 9, ja, vielleicht ein 942er holen, dass wir einen noch einen richtigen Power-Traktor quasi haben. Aber er kostet ja auch wieder gleich richtig Geld. Aber ich denke mal, mit den ganzen Missionen, die wir jetzt machen, kommt gut was bei rum. Und wenn wir dann Roggen verkaufen und das Stroh, das da vom Feld runterkommt, dann sieht die Sache noch wesentlich besser aus. So, Lohndienstleistung auf Feld 17 abgeschlossen. Das bist du hier. Guck mal. Und wenn solche Sachen passieren, Feld 17, zack. Dann geht's weiter. Feld 21. So. Oh, hier ist. Oh, Stau. Da müssen wir den mal kurz hier aus dem Wege stellen. Und der hat bestimmt jetzt die Arbeit eingestellt hier. So, dann sagen wir dem hier letzter Wegpunkt. So, ich glaube, der steht immer noch schlecht da. Wir fahren den mal noch ein bisschen weiter hier an den Rand. So, damit. Ah ja, gut, das geht jetzt. So, genau, hier waren wir stehen geblieben. Wir wollen weiter ansehen. Ja, irgendwie einen schönen, no, ja, so ein Neuner, ein Tausender Fendt ist, glaube ich, aktuell noch ein bisschen drüber. Aber so ein Neuner. Ich muss mal gucken, ob ich den einen Mod hier mit drauf habe. Beziehungsweise ich will mal gucken, ob ich da irgendwas Schönes finde. Ja, guck mal, hier kriegen wir sogar 20 drauf. Also es ist doch gar nicht so schlecht. Gar nicht so verkehrt. Und ich denke mal, mit dem großen Saatguttank kommen wir auch gut eine Weile aus. Das heißt, wir müssen jetzt als erstes möglichst schnell wieder den Kredit auf 4 Millionen runterdrücken. Das ist der erste Punkt, wo jetzt quasi die ganzen Gewinne erstmal hinwandern werden. Und danach dann eben sparen. Sparen für die nächsten Investitionen. Ja, wir können mal gucken, was für Fans wir hier drin haben. Oder was, na klar, von hier hätten wir einen 700er. Wir brauchen halt, wenn wir in die volle sind, wir bei 246. Das reicht halt nicht. Wir brauchen da schon etwas mehr Leistung. Mal gucken, was haben wir denn hier? 900er. Und da hätten wir auch ein paar schöne Farben. Und wenn wir den voll, da hätten wir 450 PS, brauchen wir aber 350.000 Euro.
Aber selbst 350.000 sind hier auf der NF Marsch eigentlich gar nicht so schwer, das irgendwie zu erwirtschaften, denke ich mal. Aber da würde ich sagen, wenn wir den kaufen sollten, der wird nicht auf Pump gekauft. Wir gehen auf 4 Millionen runter, was das Sägewerk angeht, das Sägewerk, den Kredit. Und dann, ja, dann müssen wir sparen. Aber wie gesagt, wir können unsere Sämaschine verkaufen. Die bringt, denke ich mal, ein paar Euronen. Da können wir mal gucken, was die jetzt schon bringen würde. Also sie hat jetzt noch 72.000. Wenn wir die na klar abgeben, kriegen wir noch mehr. Also das ist schon mal, ja, da sind wir schon weit über die 100.000 wieder. Und wie viel Kredit haben wir über den 4 Millionen? Oh, das könnten wir sogar hinbekommen. Das ist gar nicht so viel. Also gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja, die andere Variante wäre halt traktortechnisch. Dann haben wir hier noch was. Hier, Neuner Deutz. In der vollen Variante wären wir auch bei 450, da sind wir nur bei 285. Und den könnten wir auch in Rotchrom machen. Deutz wäre halt auch mal was und günstiger. Wäre ich ja auch sofort dabei. Ich glaube, wir hatten eh so selten irgendwelche Deutz-Traktoren. Ich glaube, das werden wir auch machen. Wir werden uns den Deutz gönnen statt einem Neuner Fendt. Ja, das werden wir machen. Aber wie gesagt, wenn das Geld da ist dazu, wobei wir na klar jetzt allein schon mit den aktuell laufenden Missionen 100, 120.000 machen. Und da ist ja sonst auch noch einiges weitere offen, was wir sonst noch machen könnten. Also ich denke, da kommen wir auf einige gute Punkte noch, dass wir da schnell hinkommen. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir erst einmal Feierabend für heute oder für jetzt. Heute Nachmittag geht es na klar noch einmal weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss, ciao und bis dahin.